zurück bei DSA Satinovs Ketten. Ja, ich habe doch gewusst, dass ich das erstmal wahrscheinlich nicht herausfinden würde. Denn, also ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, weil die war ein bisschen komisch geschrieben, die Lösung. Und anscheinend kommt da auch noch ein bisschen an Sachen, weil die Seite war ein bisschen länger. Wir müssen das Auge zerbrechen. Jetzt ist es auch egal, wohin das guckt. Denn es war unter so einer Art Glasscheibe. So, ich habe wirklich nicht weiter geguckt, nur das und das wäre mir echt nicht eingefallen. Garon hat zwar gesagt, es müsste zerbrochen sein, aber da hätte ich niemals, niemals an das Auge gedacht. Okay, dann zünden wir das mal an. Und versporen tun das Auge. Ich habe endlich den Verstand verloren. Geht doch. Jetzt kann man auch da hinten hin. Der Weg ist frei. So, geschafft. Und dafür habe ich jetzt echt so lange gebraucht. Bitte sei vorsichtig. Du auch. Nori? Achso, vielleicht müssen wir jetzt noch den V auf die Stempel machen. So. Können wir doch. Aha, okay, da unten. Da lang. Okay, das sieht mir aus nach einem Rätsel oder sowas. Zahnrad. Das sieht nicht aus wie ein Zahnrad. Na nun, es tut sich nichts. Schale. Okay, vielleicht die drei Sachen, die wir gefunden haben. Aber die Libelle könnte dabei ja wegfliegen. Ah, ne, wir haben nur noch einen Stiefel. Da oben kommt Garon noch nicht dran, oder? Ah, okay, er kann die Treppe hoch. Ob das jetzt was kommt? Vielleicht muss der Strahl in die Mitte. Kann ich die Frau vielleicht drehen? Weil da ist so ein Punkt. Aber jetzt macht das auch wieder Spaß. Muss ich zwar immer noch rumrätseln, aber... mal gucken, vielleicht kann ich den Spiegel... Kann ich den Spiegel drehen? Nein. Wobei, irgendwas drehen muss ich ja. Verständlich die Frau. Was auch immer sie sich von dem Tor erhofft hat, sie war bereit dafür ihr Leben zu riskieren. Ja. Spiegel. Zu... Weil. Wozu? Ich weiß es nicht. Also Garon. So, mal gucken. Immer was hinsetzen. So, B. Also es tut mir leid, dass ich jetzt die Lösungen geguckt habe, aber das war wirklich blöd, weil ich hatte echt niemals gedacht, dass das damit das Auge gemeint sein könnte. Oh, da ist noch was. Apparatur. Sieht wie eine Fackel aus. Aber wozu dieses Rad? Möglicherweise ein Fackelrad. Ich weiß es nicht, Garon. Anzünden lässt sich hier nichts. Vielleicht kann ich da das Öl reinfüllen. Das wird ein schöner... Ist nur die Frage... Ja, bla bla bla. Nein, nicht die Wände. Anzünden lässt sich... Es sieht doch aus wie eine Fackel. Warum kannst du da nichts reintun oder es anzünden? Okay. oder aber ich muss die richtige Reihenfolge finden. Das könnte natürlich auch sein. Uiuiui, ich habe wieder mal nicht auf die Uhr geguckt. Na, dann nehme ich jetzt noch 13 Minuten auf. Dann könnte es ungefähr passen.
20 Minuten, also ich weiß es nicht genau. Ist jetzt aber schwierig. Kann ich da auch andere Sachen reintun? Das schaut mir schon richtig aus. Kann ich die auch anzünden? Ah, haha. Da brauchte ich doch nicht so lange für, wie ich gedacht habe. Okay. Ah, wie das Irrlicht oben. So, und nun? Das Rappeln. Wobei hier unten ist dieser Strahl und da ist noch so eine komische, ich weiß nicht, Aura als Ausstrahlung, oder? Also dieses so, ja, so ein Umkreis, so ein schönes. Ja, keine Ahnung. Vielleicht kann ich die Libelle da rein tun. Ich muss wahrscheinlich die richtigen Objekte finden, die da reingehören. Aber das Prisma vielleicht? Unwahrscheinlich, dass das dort reingehört. Ja, wahrscheinlich, unwahrscheinlich. Wenn ich jetzt... das da rein tue und will jetzt das brennen... Das ist ja auch blöd, ne? Weil da oben brennt ja noch was. Nee, warte mal. Vielleicht jetzt... Also offensichtlich ist das wahrscheinlich richtig. Weil das macht dann so einen Lichtstrahl noch da. Und noch so eine Melodie. Aber diese beiden sind noch nicht richtig. Aber ich habe echt keine Ahnung, was da wo reingehört. Vielleicht den Pilz hier oben rein. Oder die versteinerte Fledermaus. Der Schuh. Ach nein. Wenigstens. Ach, der Schuh vielleicht. Wahrscheinlich ist es was hier in der Höhle zu finden ist. Nur hat die Libelle. Wer sagt's denn? Ha. So, jetzt habe ich zumindest das. Vielleicht geht jetzt das Zahnrad. Nur jetzt muss ich wahrscheinlich doch noch den Strahl in die Mitte lenken. Nur wie? Spiegel hinbringe, aber ja, doch, da müsste jetzt eigentlich der Spiegel hin. Und ich glaube nicht, dass das reichen wird. Nee. Ah, jetzt ist der Öl weg. Nervig, aber es ist nichts.
so, dass es halt unentschaffbar wäre. Ich muss jetzt nur noch herausfinden, wie ich diesen Spiegel abbekomme, weil den kriegen wir ja irgendwie nicht mehr wieder. Da ist auch noch das Handsymbol. Zu. Spaten? Vielleicht. Hatte schon bessere. So wird er. Manu, du machst mich fertig, Geron. Was können wir noch reflektieren? Also ich glaube kaum, dass das gehen wird. Besser nicht. Gut. Aber was müssen wir denn hier machen? Vielleicht die Fledermaus mit der Frau, aber ich. Ja. Gut, okay. Ich habe wieder mal keine Ahnung. Keine Zeit für. Das kann ich. Warum? Unsinn. Warum können wir den Spiegel nicht mehr mitnehmen? Warum? Ist frei. Ja, der Weg ist frei. Vielleicht hilft der Spiegel uns, den Lichtstrahl umzulenken. Ja, wie denn, wenn du den nicht drehen willst? Nicht mal ein. Keine Zeit. Also, das ist jetzt. Ja. Scheiße. Weil irgendwie müssen wir den Lichtstrahl in die Mitte kriegen. Aber dann. Ich habe keine Ahnung wie. Vielleicht hat sich ja oben was getan. Aber ich glaube nicht. Nö. Wir bräuchten irgendwas. Ah, Mann. Das fällt nicht gerade auf. Der Strahl zeigt halt nicht in die Mitte. Vielleicht muss ich hier oben irgendwas draufstellen. Vielleicht kann ich das Prisma da rein tun. Ah. Okay. Drehen wir mal das Zahnrad. Noch mehr Rätsel. Okay, Symbol angucken. Drei Ziegel? Ein zunehmender Mond? Ein Käfer vermutlich. Was hat der Vogel zu bedeuten? Freiheit? Feuer oder Flammen. Wasser vermutlich. Boah, das ist jetzt. Das ist jetzt gerade. Ich dachte, jetzt hätten wir das geschafft, aber nein. Dann kommt da noch so ein Öffnungsmechanismus-Rätsel. Oh nein. Oh? Lange nicht gesehen,
Geron. Du kommst zu spät. Das Feentor ist offen. Nuri wird nach Hause zurückkehren und du wirst sie nie wiedersehen. So viel Weisheit. So viel Voraussicht. Ich glaube, ich muss mich geschlagen geben. So, ich hoffe, der Sound klappt gerade. Und ich verabschiede mich für diese Folge. Wir haben geschafft, das Feentor zu öffnen und dann wiederholen wir uns gleich mal. Unterhalten wir uns gleich mal mit diesem scheiß Raben da. Bis zur nächsten Folge. Ciao.